Endlich ist sie da. Lange habe ich darauf gewartet. Ich glaube, seit der CES in Las Vegas, wo sie vorgestellt wurde. Die Gear S3 von Samsung. In der Frontier-Version. Hat mir einfach am besten gefallen. So, dann packen wir sie mal aus. Wozu man jetzt original die Verpackung auch noch mit Folie zupicken muss, weiß ich nicht. Ich glaube ohne Messer. Ihr habt vorhin das Mediamarkt-Sackerl gesehen. Oder Tüte für die Deutschen. Ja, ich habe es beim Mediamarkt gekauft, weil Mediamarkt einer der Shops war, die von der Samsung Promotion unterstützt werden. Sprich, dadurch, dass ich es vorbestellt habe, bekomme ich zwei Armbänder kostenlos dazu und ein extra Ladegerät. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe somit den Standardpreis von 399 Euro bezahlt. Und voilà. Hier ist sie schon. Sehr schönes Teil. Kaum noch zu erkennen, dass es irgendwie eine Smartwatch ist. Schaut eigentlich aus wie eine ganz normale Uhr. Sehr schön, sehr schön. Legen wir mal beiseite. Da haben wir den Wireless Charger. Der auch recht gut funktioniert. Vor allen Dingen ist es sehr bequem, wenn man am Abend ins Bett geht und einfach nur die Uhr hinlegen muss und sie wird geladen. Praktisch. Was haben wir noch da drinnen? Das ist einmal das gleiche Band, nur in Small. Sprich für Leute mit dünneren Ärmchen. Hier ganz nett verpackt ist noch der Stromadapter mit Micro-USB. Hier übrigens fix, also nicht zum Anstecken. Wir haben hier eine Ausgangsleistung von, wenn mich nicht alles täuscht, 0,7 Ampere. Also definitiv kein Fast Charging. Muss auch nicht sein, wenn sie über Nacht lädt. Und dann noch ein bisschen Paperwork, Kurzanleitung. Das war's. So, jetzt schauen wir uns die Uhr mal an, näher. Typisch für Smartwatches der Pulsmesser an der Unterseite. Hier ganz gut zu sehen. Und der Hauptvorteil und auch der Grund, warum ich mir die Samsung Watch geholt habe, ist, dass die Lünette drehbar ist und auch als Bedienelement funktioniert. Also das ist super praktisch. Man braucht nicht immer aufs Display tippen und tapschen, hat nicht immer die Fingerabdrücke drauf. Und das war mit ein Grund, warum ich mir diese schöne Uhr bestellt habe. Vorher hatte ich die Moto 360, die erste Generation. Die hat mittlerweile irgendwie den Geist aufgegeben. Aufgrund von einer alten Android-Version und zu vielen Apps oder zu vielen Benachrichtigungen, keine Ahnung, auf alle Fälle, hat sie den Geist aufgegeben. Und somit ist die Entscheidung für die Gear S3 gefallen, die sich auch dadurch auszeichnet, dass das Display wirklich komplett rund ist. Weil bei der Moto 360 hat man unten einen kleinen schwarzen Balken, wo der Lichtsensor drin versteckt war. Das sogenannte Flat Tire, also am Blattreifen. Und das fällt hier komplett weg. Ich werde die Uhr mal einrichten und werde die für euch testen. Und dann kommt auch noch ein Review. Auf Deutsch natürlich. Danke einstweilen fürs Einschalten. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt davon. Und
Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch.